Englische Woche in der Gruppenliga Frankfurt Ost. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem ersten Heimspiel in der Saison 24-25. Schiedsrichter der Partie Erik Willemsen, unsere Mannschaft in Rot. Ich werde zukünftiger Profi, schwöre. Und da wurden die ersten Versprechen abgegeben. Hier unsere Aufstellung. Trainerduo Peter Lack, Tuncay Delikuş. Und die Aufstellung der Gäste, Trainer Lars Müller. TSV 09 Wirtheim hatte einen furiosen Start. Zwei Siege, ebenfalls Aufsteiger aus der Kreisoberliga. Und konnten zwei Siege landen gegen Langen und Dörnigheim. Das war schon ein Ausrufezeichen und unsere Mannschaft gewann ja die erste Partie beim VfR Kesselstadt mit 3:1. Und heute wollte man natürlich nachlegen im Heimspiel. Aber die Gäste kamen hier über Boris Livniak. Er spielt den Ball rein und in dieser Szene hatten wir Glück. Hier ein Querschläger von Vadim Arama, aber kein Problem für Keeper Lars Ott. In der Abwehr Erwischima, Franci Petrovic und Ismail Türkilmaz. Zu Beginn klappte nicht alles. Dann ein Freistoß für die Wirtheimer. Özcan Aydin heute wieder Dirigent, hier mit der Elf im Mittelfeld. Unser Kapitän. Dann ein langer Ball nach vorne. Abseits. Ja, in den ersten Minuten hatten wir schon unsere Probleme. Doch dann hier dieser Ballgewinn von Aben Rushiti. Und dann spielt er den Ball rüber auf Michael Bolun. Was macht er? Und Bolun zum 1:0 in der 23. Minute. Michael Bolun, toller Treffer. Da nimmt er den Ball mit und dann ein toller Schuss. Keine Chance für Keeper Lars Stock. Dann gab es erstmal eine Trinkpause. Und die Ecke. Lars Ott kann den Ball wegfausten. Dann die nächste Ecke für die Wirtheimer. Und hier super Konterfußball. Uğur Erdoğan vorne machte die Bälle fest. Und dann der Seitenwechsel. Vadim Arama schickt Emre Karaal. Er spielt den Ball flach rein. Doch wir bekommen eine zweite Chance. Vadim Arama nochmal und Imran Gulsar hat ja gegen Kesselstadt auch mit dem Kopf getroffen. Und jetzt aufpassen, Emre Karaal, Weltklasse-Aktion. Dann Aben Rushiti. Und die Wirtheimer können klären, aber auch diese Aktion hier ist Weltklasse von Michael Bolun. Er war überall. Und Ismail Türkilmaz, tolle Defensivleistung hier gegen Kevin Berger. Bolun nochmal, Imran Gulsar. Und so langsam kamen wir ins Spiel. Aben Rushiti über das Tor. Aber jetzt klappte auch vieles. Die Mannschaft hatte einfach Lust. Dann nochmal Uğur Erdoğan, da trifft er den Ball nicht richtig. Aber tolle Szenen jetzt. Ismail Türkilmaz mit der Reingabe. Aben Rushiti und Imran Gulsar nochmal. Dann war Halbzeit, 1:0 verdient. Kann man nicht anders sagen. Nanu, wer läuft da? Engin Aslan. Er wurde heute geschont.
hatte ja Rückenprobleme, musste nach 15 Minuten raus im ersten Spiel. Und hier ein toller Ballgewinn von Özcan Aydın. Emre Karalambal spielt den Ball raus und İmran Gulsar will dann nochmal abspielen. Dann ein Freistoß. İmran Gulsar und jetzt aufpassen. Aben Rushiti, geht der Ball rein? Nein, wird auf der Linie geklärt. Schade. Und weiterhin 1:0 für unsere Mannschaft. Aber das 2:0 musste auf jeden Fall her. Erwischima rettet da dann. Toller Pass hier von Özcan Aydın. Schickt Aben Rushiti. Jetzt muss der Ball reinkommen. Und Uğur Erdoğan. Larstock pariert. Immer wieder vorne Uğur Erdoğan. Machte seine Sache gut. Dann nochmal İmran Gulsar. Versucht es hier. Erwischima zaubert. Und dann bekommt er den Ball. Dann nochmal. Jetzt muss er reinspielen. Versucht es alleine. Trifft nur das Außennetz. Dann nochmal Aben Rushiti von der rechten Seite. Die Hereingabe. Und dort steht wieder İmran Gulsar. Letzte Woche haben wir ihn noch gelobt. Und Lars Ott hier, das war natürlich wichtig. Und weiterhin 1:0. Aber auch die Wirtheimer wurden gefährlich hier. Kevin Berger verzieht. Emre Karal spielt den Ball rein. Dann Michael Bolun aus der Distanz. Dann dieser Freistoß. Karal nochmal. Und Aben Rushiti wird da gefoult. Erik Willemsen entscheidet auf Elfmeter. Hier sehen wir das nochmal in der Zeitlupe. Kann man geben. Mister Elfmeter. Uğur Erdoğan. Folgt Saisontor Nummer 1. Jawohl, Uğur Erdoğan zum 2:0. Ja, und dann gab es leider eine technische Störung. İmran Gulsar macht das 3:0 in der 74. Minute mit einem Traumtor. Er zieht von der rechten Seite ab, volle Pulle in den Winkel. Aber leider hat die Kamera da gestreikt. Somit fehlt dieser Treffer 3:0. Für Türkgücü Hanau. Dann eine Ecke für die Wirtheimer. Auch dieser Schuss über das Tor. Eine Chance sollten wir noch kriegen. Aben Rushiti sieht auf der linken Seite Vadim Arama und macht er das 4:0. Nein. Es bleibt beim 3:0. Wir gewinnen verdient. Der zweite Sieg im zweiten Spiel. Apocalypse.